Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Und heute geht es mal um das Thema Notfallvorsorge. Und ich erlebe da gerade ein bisschen was auf YouTube. Ich weiß nicht genau, was ich da YouTube alles getan habe. Aber ich kriege da im Moment, ich hätte jetzt beinahe gesagt Buchempfehlung, aber ich kriege da im Moment Videos empfohlen. Schreien. Alter Schwede. Und zwar bin ich heute mal wieder bei amerikanischen Prepper-Kanälen. Und zwar großen amerikanischen Prepper-Kanälen. Und die sind im Moment am Rumrühren, dass man sich auf die Wahl vorbereiten kann, soll, darf, muss. Wo ich persönlich dann so da sitze und denke, ihr wisst schon, dass das nur eine Wahl eines Politikers ist, oder? Da wird sich auf Dinge vorbereitet, wo ich da sitze und denke, irgendwann, wenn ich groß bin, verstehe ich das auch. Oder war da ganz kurz? Nein. Und da werden dann Items und Gegenstände und Gadgets aufgezeigt, die du jetzt unbedingt vor der Wahl horten musst, bevor was auch immer passiert. Und ein Punkt, den ich schon wieder echt erschreckend finde, ist, große Prepper-Kanäle, Riesen-Community, und worauf reiten die wieder rum? Alter, das hatten wir alle schon. Das habe ich auch schon irgendwie. Einer der ersten Artikel, den die verschiedenen Persönlichkeiten zum Besten geben, den du unbedingt horten musst, ist Scheißhauspapier. Ich werd weg, Alter. Sie kapieren's nicht. Unfucking fassbar. Unglaublich. Ey, es ist nur eine Wahl. Wenn du ein entsprechend großes Häufchen und das Ganze mit deiner Rektalserviette garnierst, wenn du es lang genug liegen lässt, ist es entweder von selbst weg oder es wird irgendein führender Politiker draus. Ganz ehrlich, ernsthaft? Gott. Ich meine, die haben jetzt gerade eine ziemliche Hurricane-Saison und da ist es in ein paar Bundesstaaten richtig, da ist richtig der Punk abgegangen. Tauschen möchte ich mit denen im Moment nicht. Und da sind nach wie vor Persönlichkeiten und Ortschaften komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und jetzt fangen die an wegen der Wahl, Alter. Ein weiteres Ding, was die FEMA festgestellt hat, im Grunde das Gegenstück zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist, dass mehr als die Hälfte der Persönlichkeiten in Amerika von der Notfallvorsorge, von der Vorbereitung so schlecht ist, dass die nicht mal 5 Tage ohne irgendwie reguläre Infrastruktur wie Supermärkte etc. pp. Über die Runden kommen würden. So ein ähnliches Spiel haben wir vor nicht allzu langer Zeit hier auch schon mal gespielt. Da waren wir nicht bei 5 Tagen. Da hat man aus Gründen der Fairness das irgendwie auf 3 Tage runtergeschraubt. Und selbst dazu waren bummelig 80% der Befragten nicht in der Lage. Und jetzt gucken wir mal kurz aufs Tacho. Ich messe Ende Oktober. Das heißt, wir stehen ebenfalls unmittelbar vor der nächsten Sturm- und Wintersaison. Da geht auch hier in Norddeutschland mitunter richtig der Punk ab. Zu ähnlicher Zeit begab sich das irgendwie, ich glaube September oder so war das, wo wir die Nummer im Ahrtal hatten. Und selbst nach wie vor sieht es in bestimmten Regionen im Ahrtal aus wie Dresden 45. Da hat sich nichts getan. Für mich ein wundervolles Glanzbeispiel, was Politik alles nicht bewirkt. Wenn du willst, dass etwas in deinem Sinne und sofort geschieht, nimm den Daumen aus dem Gesicht, stell das Nuckeln ein und sieh zu, dass du fertig wirst. Außer irgendwelchen Hilfsorganisationen, wenn Hilfsorganisationen überhaupt durchkommen, da wird keiner kommen. Politiker werden erst kommen, wenn dann irgendwie die verschiedenen Deiche und Brücken und der Laufsteg, wo man dann nach Möglichkeit ohne Gummistiefel
Da wird ansonsten keiner kommen und wenn, dann höchstens zum Einsatzstellentourismus. Vergiss es, Politik wird uns da nicht helfen, kein Stück. Und das ist nicht einfach leeres Hergequatsche oder so, sondern das ist der, letzten Endes das Resultat aus 38 Jahren in dem Business. Ich mache das also schon eine Weile. So Leute, anstehende Sturmsaison. Was solltet ihr können? Was solltet ihr tatsächlich haben? Was solltet ihr dabei haben? Und womit solltet ihr umgehen können? Folge meiner rechten Hand. Nee, es ist kein Taschenmesser. Viel billiger, viel perverser. Es ist ein auffälliges, kleines Big-Feuerzeug. Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen aller Art. Und das ist, trifft halt nicht nur für die, auf die Notfallvorsorge, sondern es trifft auch auf die Erste Hilfe zu, ist die Unterkühlung. Die gemeine Unterkühlung an sich. Klingonisch, ist aber so. So, mit dem kleinen Scheißer, mit diesem kleinen schleimigen Scheißerchen können wir tatsächlich mit Gas Feuer machen. Wir können hier etwas von abreiben und können das anzünden, was dann gleichzeitig Zunder ist. Selbst der, wenn das Teil hier leer ist, können wir damit immer noch so sehr Funken machen, dass wir damit ein Feuer in Gang kriegen, wenn wir wissen wie. Und auch da zeigt sich wieder mal, Ausrüstung ist bei weitem nicht alles, sondern das, was dir tatsächlich beim Überleben hilft, da draußen im Wald und auf der Heidi oder in Ausnahmesituationen, in any kind, das ist dieses komische Ding unmittelbar hinter den Augäpfeln. Ja, ich weiß, bei dem einen oder anderen ist das weniger ausgeprägt, aber das ist eine andere Geschichte und unsachlich wird sie auch gerade. Sowas hier, das ist ein Euro-Artikel, das ist ein Witz. Kostet nichts, kann viel, rettet Leben. Denk mal drüber nach. Was ich auf diesen amerikanischen Prepper-Kanälen auch immer wieder so wahnsinnig lustig finde, da werden große Bug-Out-Bags, also im Grunde Notgepäck, vorgestellt mit 1290.000 Liter Rucksack, wo du von vornherein weißt, dieser Rucksack wurde nie weiter bewegt als aus dem Haus des Packens auf die Ladefläche des Pickups und von der Ladefläche des Pickups etwa 43 cm vor die Stoßstange, um tatsächlich ein entsprechendes Video darüber zu generieren. Den wird freiwillig keiner geschleppt haben, nicht in diesem Leben. Und da gibt es nicht ein Video, da gibt es Tausende dazu. Unglaublich. Und das, was mir ebenfalls, ich will nicht sagen, Angstschweiß ins Gesicht treibt, aber das, was bei fast allen Bug-Out-Bags fehlt, wisst ihr, was das ist? Sitzt ihr bequem? Erste-Hilfe-Kit und was an Hygiene. Leute, Hygiene, Hände waschen, Gesicht waschen, andere Körperteile und Öffnung vielleicht mal einigermaßen spülen und putzen, das ist jetzt nichts wirklich Schlimmes. Allein den eigenen Gestank ein wenig reduzieren und auch dazu bedarf es durchaus keiner Raketentechnik. Wirklich nicht. Dazu muss es noch nicht mal flüssige Seife sein. Einfaches Stück Kernseife. Die Leute aus meiner Generation werden es kennen, früher mit dem Schwimmunterricht. Wir sind in die Schwimmhalle gejagt worden mit so einer komischen Plastikdose. Da war das gute alte Stück Kernseife drin. Mein Gott hat das sauber gemacht. Es macht sauber, es desinfiziert, es nimmt gewisse Gerüche von und mit bestimmten Körperteilen. Du kannst damit Klamotten waschen. Wenn du dir tatsächlich, wenn dir der Knorpel danach steht, kannst du damit deine Haare waschen. Wenn du nichts anderes hast, hast du nichts anderes. Das ist so ähnlich wie keine Arme, keine Kekse. Das werdet ihr kennen. Und es funktioniert. So komisch es klingt, es funktioniert. Und dieses Stück Kernseife kann auch nicht auslaufen. Also, Feuerzeug, Kernseife. Klingonisch, ist aber so. Das dürft ihr auch gern zu Hause haben. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Fan von Panzertape, von Duct Tape. Welches ihr davon jetzt letzten Endes euch beschafft, besorgt oder auch nicht, überlasse ich euch. Ich bin felsenfest davon überzeugt, die meisten von euch sind schon groß und können mit Tinte schreiben. Altes indianisches Sprichwort sagt, use it or lose it. Bei dem, was ihr euch an Geraffel dazu packt, immer vorweg, das Geraffel alleine wird euch nicht ein Stück helfen, solange ihr mit diesem Geraffel nicht geübt habt und solange ihr damit nicht umgehen könnt. In einer Not- und Ausnahmesituation ausgerechnet damit erst anfangen zu üben, ist mit kilometerweitem Abstand die dämlichste Idee, die man haben kann. So ähnlich wie die Lagerung einer hoch
Schwangeren im Kopfstand. Ist genauso dämlich. Macht keiner. Lasst das. Also wenn, dann nehmt dein Geraffel und übt vorher damit. Was auch ganz witzig ist, zumindest zu Hause zu haben, ihr müsst damit ja nicht zwanghaft Gassi gehen oder so oder keine Ahnung was. Das ist irgendeine Art von Taschenmesser. Einschneidige Schneideisen. Jetzt aber Vorsicht. Erstens, Paragraph 42a kommt vom Waffengesetz, viel zu lange Klinge. Deswegen, im Rahmen von Vorbeugen ist besser als auf die Füße und vor allem die eigenen. Für zu Hause irgendwo ein Taschenmesser. Und auch hier gilt, seht zu, dass ihr damit geübt seid. Es gibt so dieses unfassbare Missverständnis. Jetzt habe ich ein Survival-Messer. Jetzt kann ich mir einen Unterschlupf bauen. Ich kann mir was zu essen jagen. Ich kann... So, und wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, dann ist die Hand, mit der du normalerweise bevorzugt unterwegs bist, je nachdem, ob du Rechts- oder Linkshänder bist, deine dominante Hand ist brach, weil so ein Schnitt in so tief, wisst ihr, was euch da euer Survival-Messer bringt? Nix. So, ein Unterschlupf bauen. Ist ein Messer sicherlich eine super Sache, aber das muss man gemacht haben. Das gibt gewisse Spiel- und Gangarten, die sollte man vorher ein- oder zweimal tatsächlich praktiziert haben. Sonst geht das im Strahl in die Hose. Allen Ernstes. Das hier ist nicht mein Witz des Tagesgesicht. Nicht, dass wir uns falsch Miss, Mrs. oder Ma'am verstehen. Leute, das meine ich brüllend ernst. Wenn ihr schon euch irgendwas an Geraffel zusammenpackt, dann übt damit. Und wenn ihr dabei seid und auch gerade mit dem medizinischen Equipment, und auch das sage ich ja immer wieder und ich sage es immer wieder gern, packt euch nichts ins Geraffel, womit ihr nicht wirklich hundertprozentig umgehen könnt, womit ihr nicht wirklich geübt und trainiert seid. Leute, das geht so im Strahl in die Hose. Lasst das. Ja, ich weiß, es werden entsprechende Rucksäcke in vorgepackt verkauft. Da ist ein Beatmungsbeutel drin. Es fehlt dann aber die Absaugpumpe. Dazu, zu dem Thema habe ich mich ausgekaspert, das Video gebe ich euch hier. Wenn ihr hiermit schon mal dabei seid, dann dürft ihr gern auch mal ausprobieren, möglichst schnell und auch in widrigen Bedingungen ein Feuer zu machen. Habt ihr mal versucht, mit einem Boxhandschuh an, dieses Feuerzeug anzukriegen? Das ist aber eine Situation, die euch in der Realität durchaus ereilen kann. Das ist dann nämlich wirklich eine Survival-Situation. Und da ist dann die Frage, und das soll wirklich keine Fangfrage werden. Und nu? Gibt einen, der es richten kann. Der sitzt vorm Abspielgerät und sieht gerade dieses Video. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Macht keinen Blödsinn, vor allem lasst die Finger davon, dass ihr irgendwie diesem amerikanischen Hype folgt und euch da irgendwie mit Rektalservietten eindeckt. Alter Schwede, immer wenn ich denke, ich habe alles gehört und gesehen, ey, dann traut sich irgendjemand aus der Deckung, ey. Unglaublich. Mutterin Gottes, ey. Heiliges Elfmeterschießen. Kinders, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Wie gesagt, wir haben eine Sturmsaison, die steht uns noch bevor. Mir war es wie immer ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!